Haus Hook hat eine komplett neue Fenster-Türen-Plattform entwickelt und auf Basis dieser Plattform haben wir hier zum ersten Mal eine Fensterfassade entwickelt. Die Fensterfassade zeichnet sich aus durch besonders schlanke Ansichten, ist sehr ökonomisch zu verbauen und insbesondere der neue Beschlag in dieser Plattform haben wir hier zum ersten Mal dargestellt. Dieser Beschlag ist sicherlich eines der Highlights, die wir hier in München präsentieren. Was Verarbeitungszeiten und dergleichen anbelangt, hervorragend zu montieren. Ich habe keine Bearbeitung am Fensterflügel selber, sondern der Beschlag kann komplett von außen eingelegt werden. Was wir hier auch sehen zum ersten Mal, ist unsere neue Grifflinie, die Hook-Grifflinie. Klassisches Design, sehr schick. Auch hier die Rückmeldung der Architekten, sehr ansprechend, wirkliche Handschmeichler und sehr edel im Design. Auch hier das neue Griffdesign integriert, entsprechend große Flügel. Auch diese Flügel mit dem neuen Hookbeschlag. Schönes klassisches Design mit einem entsprechenden Ausstellbegrenzer. Hier sehen wir den verdeckliegenden Beschlag im Gegensatz zu dem Flügel daneben, der einen entsprechenden aufliegenden Beschlag enthält. Was man hier sehr gut sehen kann, der verdeckliegende Beschlag mit dem entsprechenden Ecklager. Und auch hier wieder die entsprechenden Verschlussteile. Und hier haben wir gegenüber dem jetzt eben gezeigten integrierten Beschlag den aufliegenden Beschlag, die aufliegende Bandseite. Ja. Auch dieser Beschlag ist komplett im letzten Jahr entwickelt worden und von uns geprüft worden. Besonderheit bei diesem Fenster ist das Parallelabstell mit einer entsprechenden 6 mm Spaltlüftung. Und auch in dieser Stellung RC2 getestet, geprüft und zugelassen. Ebenfalls auf der gleichen Basis eine entsprechende Balkontür mit einer schwellenlosen Lösung. Niedrig barrierefreie Schwelle, 20 mm Fenstertür an dieser Stelle. Von den Fenstern kommend zu den Türen zeigen wir in diesem Bereich auf der Basis der 75er zwei Objektlösungen, zwei Haustürlösungen. Hier die entsprechende Flucht- und Panikausführung. Mit einer entsprechenden Schließfolgeregelung, sodass immer der passende Flügel entsprechend schließt. Wir haben hier unseren Innovationsträger und wir versuchen an dieser Studie einfach mal drei Themenschwerpunkte zu zeigen. Das Thema Design, das Thema Komfort und das Thema Sicherheit. Bei Design ist es insbesondere an diesem Ideenträger das Thema Licht. Das heißt, wir haben einmal eine Elementbeleuchtung umlaufend. Wir haben eine beleuchtete Glasleiste, da sind wir glaube ich der Erste, der überhaupt mal eine komplette Glasleiste illuminiert und wir haben das Glas selber illuminiert. Das ist das Thema Design. Das Thema Komfort, alle Bauelemente sind entsprechend vernetzt, haben eine eigene IP-Adresse und lassen sich demzufolge elektromotorisch betätigen, öffnen, schließen, verschließen und zeigen gleichzeitig auch ihren Zustand an. Das heißt, ich kann beim Verlassen des Hauses erkennen, in welchem Zustand sind die einzelnen Bauelemente? Sind sie geschlossen, verriegelt, etc.? Der Sicherheitsaspekt ist ein ganz besonderer. Wir haben hier aus der Vorentwicklung, aus der Automobilindustrie, einen entsprechenden Sensor verbaut, der auf Spannungsunterschiede reagiert und im Grunde genommen Warnhinweise gibt, wenn hier an dem Fenster entsprechende Einbruchsversuche vorgenommen werden. Ja, und die anderen Scheiben am Gebäude werden entsprechend blind geschaltet. Also in dem Moment, wo jemand versucht einzubrechen, schalten sich die anderen blind und zusätzlich wird an den Rechner, an das IP-System eine Rückmeldung gegeben, an dem Element XY wird jemand gerade tätig. Okay. Ja? Das ist der Sicherheitsaspekt. Also haben wir Design, Komfort und Sicherheit.